Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tirim. Jetzt geht's weiter mit Welt of Warcraft. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich starte wieder eine Aufnahmesession. Sprich, ich werde wieder ein paar Folgen aufnehmen. Ja, dann schauen wir mal, wo die Reise so hinführt. Bevor wir so richtig loslegen, ich habe einen neuen Addon installiert. Und zwar, das Addon heißt Healboard. Das zeigt mir an, wenn eine Fähigkeit, ein Buff ausläuft. Ich habe es so eingestellt, dass die Farbe rot ist. Sprich, wenn ich es irgendwas ausläuft. Ups, so zeigt mir das an. Hey, Malcolm, hier ist was verkehrt. Dann mache ich einfach nur dementsprechend einen Links- oder Rechtsklick. Kann man alles in Optionen einstellen. Zack, zack. Jo. Und jetzt ist das Rote weg. Jo. Und so kann ich dann sehen, wenn halt irgendwas ausläuft. Wupp. Aktiviere ich das nochmal. Und alles. Ist gut. So, denn wollte ich mit euch jetzt noch einmal im Auktionshaus meinen. Schuppi schuppidu. Da möchte ich gerne, ja, ein bisschen was verkaufen. Und zwar. Die Dinger hat mir in der letzten Folge ja, sortiert. Bin gerade noch am Überlegen, ob wir. Ja, schauen wir mal. Gehen wir erstmal in Richtung Auktionshaus. Das wird verkauft. Ja, das wird alles im Auktionsreich. Bin noch am Überlegen. Das Brest bräuchten wir, glaube ich, noch. Das können wir verkaufen. Genau, das verkaufen wir. Das behalten wir. So. Das mache ich jetzt mit euch zusammen. Mit euch zusammen. Gehen wir einmal hier rein. Zack. So. So. Denn einmal. Wie war das? Wie war das? Ich mache einen Kopfblitzken bitte einmal. Hoffe ich, das dauert nicht so lang. Das muss ich einmal. Nee. Super. Dann verkaufen wir das mal. Zack. Dann schauen wir mal. Sofortpreis 45. Ich möchte es am liebsten sofort los haben. Also von daher. Ich achte jetzt momentan nicht aufs Geld. Vor allem 12 Stunden, das macht auch was. So, ich möchte lieber 48 Stunden. Zack. Zack, einfach alles mal einsetzen. Das Öl. Das kauft doch keiner. 99. Das kommt auch keiner. Und Allerheat bitte auch. Zack. Sehr schön. Das verkaufen wir. So, und dann gehen wir wieder oder fliegen wir Richtung Westfall. Das eine verkaufen wir noch. Und dann treffen wir uns in Westfalen uns wieder. Mögen die Reisen sicher sein. Super. Und so kann ich denn halt denn auch die Stadtwache auch einen Buff geben. Wenn es geht. Nee, geht gar nicht. Okay, so, dann fliegen wir einmal nach Westphal. So, jetzt sind wir in Westphal angekommen. Bei der Spielgruppe. Denn schauen wir mal. Hier haben wir noch ein paar Quests noch auf. Mal so, kann man besser sehen. Ja. Kaifersan, lieber. Okay. Hier haben wir noch Kompass, was wir noch suchen müssen. Und ein Schatz. Okay.
Aber hier sind noch auch ein paar Quests, die wir natürlich annehmen. Braucht ihr Hilfe? Hallo Speer, grüß dich. Die Devios sind ständig in Bewegung. Ich überwache ihre Aktivitäten jetzt schon seit einiger Zeit. Und dabei habe ich festgestellt, dass viele Bandenmitglieder an den roten Lederkopftüchern zu erkennen sind, die sie tragen. Bring mir 15 dieser Kopftücher, dann werde ich dafür sorgen, dass ihr belohnt werdet. Okay. Seid vorsichtig. Dann machen wir. So, dann gehen wir mal hier oben zur Spielgruppe. Dann gehen wir mal dahin. Und schauen wir mal. Zack, zack, zack. Hallo, grüß dich, Hauptmann Danuvin. Auf Patrouille durch Westphal. Sturmwind hat uns im Stich gelassen. Ach, euch auch. Der üble Gestank der Verderbtheit weht über die Ebenen von Westphal. Dies war und ist mein Heimatland und ich werde die Bürger, die sich zum Bleiben entschlossen haben, nicht verlassen. Wir, die wir früher Bauern waren, werden Widerstand leisten. Eure Aufgabe, so ihr sie dann annimmt, wird es sein, im Grasland von Westphal auf Patrouille zu gehen. Spürt die widerwärtigen Knolle auf, die augenscheinlich mit den Dieben aus den Todesminen zusammenarbeiten und tötet sie. Bringt mir 8 Knolltatzen und ich werde euer Mut zu Belohnung nutzen. Okay. Seid gegrüßt. Die Volksmiliz. Die Volksmiliz hat nur ein einziges Ziel, Westphal zu verteidigen und den Frieden in diesem Land zurückzubringen. Doch leider muss der Frieden nur allzu oft im Blut bezahlt werden. Einer meiner Späher hat uns Kunde davon gebracht, dass eine Fallenstellebande der Devias hier in der Nähe verheerende Schäden anrichtet. Mir liegen Berichte vor, dass einige Fallenstelle der Devias in der Nähe der Yango-Schachts im Nordwesten gesichtet wurden. Ebenso bei Molsens Hof und bei Bauern Wirbels Kürbishof. Wenn ihr unsere Reihen beizutragen wünscht, dann erschlagt 15 Fallenstelle der Devias und 15 Schmuggler der Devias und kehrt zu mir zurück. Ziehe die Hebel, Jawohl. Freund. Die Brüderschaft der Devias. Die Brüderschaft der Devias nennt sich die Bande von Schuften, von der die braven Leute von Westphal aus dem Land vertrieben werden. Ihr müsst für mich bitte diese Bande bespitzeln. Wir müssen erfahren, wer dieser Kopf der Gruppe ist und wo sie sich versteckt hat. In Seehain findet ihr im Gasthaus einen Schurken namens Willi, der mir noch einen Gefallen schuldet. Begibt euch nach Seehain im Rotkampfgebirge östlich von Elwyn und findet heraus, was ihr könnt. Das Licht zieht Okay. euch. So. Hallo, du hast eine eilige Nachricht für mich. Wir bekommen zwar nicht viel Unterstützung von Sturmwind direkt, aber ich habe einen Kontaktmann in der Stadt, der uns mit Rüstung versorgt. Sein Name ist Ostrik Strank. Sein Geschäft, begrenzte Immunität, liegt in der Altstadt von Stormwind. Unser Vorrat an Rüstung schwindet. Ich muss bei Ostrik mehr bestellen. Könnt ihr ihm diese Nachricht bringen,
Der schnellste Weg nach Sturmwind führt über Thor, unser Greifenmeister. Ja, okay. Bei mir fliegt hier so eine kleine Fliege rum hier. Ende von meiner Nase. So. Ja, die einige Nachricht machen wir später. Würde ich mal sagen, können wir uns um die Volksmiliz, um die Devias und um Kaifa. Okay. So. Ist nichts rot. Perfekt. So. Da haben wir schon mal einen Kaifa. Da oben sind die Devias, genau. So. Das ist keine... Das ist eine Mücke. Ich fasse es nicht. Das ist eine Mücke. So. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Kojote haben wir auch noch. So. Muss ich gleich mal auf Mückenjagd gehen hier. Zack. Sehr schön. So, da geht's weiter. Hier haben wir einmal Schmuggler und einen Fallensteller. Muss aufpassen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Am besten nicht sterben. Malcolm. Das wäre gütig. So, wir essen erstmal was und trinken noch einen Schluck. Ja. Ich denke jetzt gleich weiter. Super. Oben müsste keine mehr sein, ne? Nope. Ich bin außer Reichweite. So, das sind drei. Mal gucken, wie wir taktisch ein bisschen vorgehen. Ich würde mal sagen, einen verwandeln wir. Ich würde mal sagen, dieser verwandeln wir. Ah, das ist gut. So. Zack. Den Schmuggler holen wir auch mal ein bisschen dichter. Die andere hat sich befreit. Ja, dich lege ich auch auf Eis. Zack. Jenes. Und. Chabon. Sehr schön. So. So, 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 so. Geht's hier weiter? Und 5 von 15. Das ist gut. Aber fast die Hälfte. Ja, noch nicht ganz, ne? Gesellenstock. Ausdauer. Ja. Das ist unser momentan besser. Ja, hier unten sind noch zwei. Ich habe ihn gerade gar nicht gesehen. Haben sie sich versteckt?
Ich hätte jetzt zumindest die Fallenstelle verzaubern können. Aber ich nehme mal an, dass wir das so auch hinkriegen. Bin auch gewohnt beim, ja, dass man, ja, sag mal schnell, dass man beim Looten nicht jeden einzelnen, ja, looten muss. So beim, ich sag mal, beim richtigen WoW. Was heißt im richtigen WoW? Bei den aktuellen WoW ist das so, dass man einmal looten muss. Und dann hat man halt alles eingesammelt. Schon recht nützlich. Bin außer Ich Reichweite. muss zuerst etwas anvisieren. Ja, das hast du schon. So, Schmuggler der Devias. So, ich glaube, meistens sind die im Häuser ein bisschen mehr. Hab meistens zwei, drei Peoples. Schauen wir mal. So, hau mal ein bisschen ran und hau mal ab. So. Ah, zwei sind drin. Ein, das zaubern wir wieder. Und der andere kommt raus, das ist gut. Erdwurzel, das könnten wir, glaube ich, ja, sammeln. Ah, nee. Das könnte jetzt ein bisschen ein Problem werden, weil ich habe keinen Mana. Ich habe auch kein Gesurfbein, ne? Da mache ich mal gerade einen taktischen Rückzug. So. Bitte was essen und trinken. Oh Mann, oh Mann. Da wäre ich fast wieder gestorben. So. Die Hälfte erreicht. Und dann könnten wir rein theoretisch jetzt schon los. Mal reingucken. Keine Truhe für uns. Und das zaubern wir wieder jemand. Den anderen. Ja. Kannst du mal so um mir kommen? Genau. Zack. Alles einsammeln. So, ich gehe jetzt erstmal hier außen mal lang. Was bist du? Silberblatt, das ist gut. Aber ich möchte erstmal, es läuft noch so eine Fallenstelle rum. Ja, ich weiß nicht. Wagen wir uns da durch?
12, nee. Erdwurzel ist ab 15. Wird noch nichts. Aber ich glaube, ein Bandit müsste, glaube ich, noch hier sein, oder? Genau. Gucken, ob wir Fallensteller irgendwie. Ja, so wird das, glaube ich, was. Oh, zack. Sehr schön. So, werden wir einmal zu der, ja, zum Silberblatt hingehen. Oh, da stehen noch mehr, das ist gut. Meistens steht immer hier auch immer eine Truhe. Schauen wir mal. Das zeigt mir, glaube ich, gar nicht so wirklich an. Stattdessen zeigt mir, glaube ich, dieses Silberblatt irgendwie an. Ist noch ein Schmuggler. Ja, guck mal hier. Nein, Stoffballen. Wurde verkauft. Eben, was wir eben gerade reingesetzt haben. Ja, super billig, ne? Naja, so kriegen wir ein bisschen Geld. Obwohl wir ja schon Geld bekommen haben von Normon, von den lieben Normon. Geld und Taschen, ne? So, Fallenstelle brauchen wir bloß noch zwei. Dann spricht jetzt nur noch ein Fallensteller. Ist keine Truhe. Schade. Wie schon gesagt, meistens steht nämlich hier eine Truhe. Ja. Gehen wir hier nochmal hin. Guck mal. Hier ist noch so ein Keifelzahn, zwei Stück. Das ist fein. Können wir die auch gleich mitnehmen. Kommst du auch ein bisschen dichter? Kriegt man die Anzeige nicht etwas kleiner? Glaube nicht, ne? Dankeschön. Ich glaube, ich weiß nicht, unter Interface soll das, glaube ich, ne? Status 6. Fähigkeit anzeigen. Wo ist denn die Uhr? Sieht man das irgendwo? Ja. Was 22 Uhr? Na. Ja, können wir mal machen. Farblind bin ich noch nicht. Lassen wir so. Okay, wo sind die? Da oben sind sie. Fallensteller, Schmuggler. Davon muss ich jeweils beiden. Zwei Schmuggler und einen Fallensteller. Alles klar. Sehr schön. Ein Heiltrank. Heiltrank ist immer fein. Ein bisschen aufpassen. Schmuggler, da oben ist noch Schmuggler. Und dann haben wir das auch geregelt.
Zack. Ja, fein. Super. Denn geben wir das jetzt mal ab. Ja, Kaifzahn sind nicht weit gekommen. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Wir geben das jetzt fix ab. Nimm natürlich unterwegs noch ein paar, ja, Schweine mit. Kaiferzahn. Wildschweine. Zack. Das Leder nehmen wir natürlich auch mit. Und so gehen wir direkt immer geradeaus. Mana geht zur Neige. Viel geschlagen. Wir gehen erst da lang. So. Hallo, Speer Galian. Ehre dem König, Freund. Ich habe da was. Hier die 15 roten Lederkopftücher. Gute Arbeit, Mensch. Bitte nehmt einen dieser Gegenstände als Bezahlung für eure harte Arbeit an. Hier, Beweglichkeit, Willenskraft erhöht hier. Oh, das hört sich auch gut an, ne? Ja, Zauber macht 2. Ja, nehmen wir. Beweglichkeit, nee, nee, nee. Das ist doch schon Ziehe den Ehrenkranz. alles gut. Die Hose ziehen wir an. Der Ruf hat sich auch verbessert bei in Sturmwind um 275. Das ist sehr gut. Warum ist das jetzt rot an? Weil das zu Ende geht. Zack. Zack. Coole Sache. Was kann So. ich für euch tun? Ja, pass mal auf. Ich habe da für dich getötet. Eine Bande heimtückische Plünderer der Devias ist dabei gesehen worden, wie sie den Goldküsten Steinbruch, Mondbruch und Alexons Bauernhof ausplünderten. Die Volksmiliz kann ein solches Verhalten nicht hinnehmen. Macht euch unverzüglich auf den Weg, Malcolm, und zeigt, dass das Licht in Westwald zugegen ist. Der Goldküstensteinbruch befindet sich in der Nähe der Küste westlich vom Turm. Im nächsten Sch Schritt eurer Ausbildung müsst ihr 15 diese üblen Plünder der Devias und 15 Ausplünder der Devias töten. Für Okay. die Allianz. Ja, das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich würde mich für einen Daumen hoch freuen. Ich würde mich für einen Kommentar freuen. Und wenn du diese Folge wieder einschalten würdest, jawohl. Oh, ich bin jetzt wie ewig weg. Und tschüssi.